So, Hallihallöchen, Handsome-Peter hier, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon, die Kristalledition. Wir machen uns auf den Weg zum 8. Orden. Ja, ich weiß, von Team Rocket gibt es noch irgendwas und von den Strudelinseln gibt es auch noch was. Aber ich denke, wir latschen erstmal lang und wenn da noch was sein sollte, dann... Stimmt, das legendäre Pokémon müssen wir auch noch... Das gibt es wahrscheinlich bei den Strudelinseln. Das legendäre Pokémon müssen wir auch noch finden. Ich gewinne hundertprozentig. Ja, denkst du. So, 8. Arena wird vom Typ Drache sein. Auf dem Weg dahin müssen wir noch einmal durch eine klein bis mittelgroße Höhle. Ich habe jetzt auch Krabby im Team und dem schon Whirlpool beigebracht. Also alles erledigt. Dass wir da gut durchkommen. So, was hat er noch? Ein Kadabra. Ja, lass mal beim Tim. Das passt. Und das war's schon. Ah, das ist eine schockierende Niederlage. Die Beere brauchen wir immer noch nicht. Warum liegt da einfach so ein Pokéball? Der irritiert mich. Und was gibt's hier oben? Ein Angler? Was gibt's denn hier oben? Hyperball. Okay. Meisterball brauchen wir ja auch noch in der Edition. Stimmt. Okay, das war einfach so ein Rundgang. Ja, dann guck mich an. Oh, nochmal ein Psycho. Ich tue alles, um seltene Pokémon in die Finger zu bekommen. Gut, dann zeig mal deine seltenen Pokémon. Du hast einen. Akira. Murihorn. Ja, doch, es ist relativ selten. So, schauen wir mal, wie viel Schaden der Surfer macht. Ich tipp ja auch nicht so viel. Ah, es bringt auch gar nicht so viel Eissturm auf Garados, wenn er eh keinen Spezialangriffswert hat. Lieber dann nochmal eine physische Attacke. Ach, deine Pokémon sind ja niedlich. Voll knuffig, ey. Ja, danke. So, was machst du da unten? Stehst du rum? Was machst du da oben? Stehst du rum? Die warten nur drauf. Gegen die Angler will ich echt nicht kämpfen. Ich mag Angler nicht. Topschutz. Oh, Junge. So, oben war die Trainerin. Wir machen mal ganz riskant. Scheiße, sie sieht uns echt auf die letzten auf Pixel. Du siehst sehr stark aus. Gut, die Trainer suchen instinktiv nach starken Gegnern. Oder die, die direkt auf sie zulaufen. Kura möchte kämpfen. Jetzt habe ich nicht gesehen, ob sie ein oder zwei Pokémon hatte. Gut, jetzt wäre Eisstrahl nützlich. Aber ich glaube, der Fuchtler macht es auch. Jo. Und Bluebella. Okay, es waren zwei. Bluebella, Bluebella. Oh, das sehen wir auch zum ersten Mal. Ich finde, Bluebella ist ein schönes, also schön designtes Pokémon, so mit den Blütenblättern, so als, wie nennt man das denn? Als Hula Rock. Kennt man ja so. Was machst du denn jetzt? Badet im Licht. Ach scheiße, wir sind verwirrt. Ach scheiße. Ja, so ein Hula Hawaii-Röckchen. Solarstrahl. Und auch die zwei Blumen da oben auf dem Kopf finde ich einfach süß. So. Könntest du vielleicht jetzt, bevor Bluebella nochmal so einen Solarstrahl macht, bitte. Danke. Und Level up. Cora wurde besiegt. Nein, so geht das auf gar keinen Fall. So, du da unten, da war auch noch einer, genau. Auch nochmal ein Psycho. Ich kann sehen, dass du ein guter Trainer bist. Ich kenne mich gut mit Pokémon aus und ich sehe, dass du das auch tust. Auch sieht man das, so die sieben Orden, die wir an unserer Jackentasche tragen. Astrainer Stan. Blue Tag, so.
Ja, ja. Und damit hast du auch 7 Arenen gemacht. Das zweifle ich mal an. Surfer. Initiative sinkt stark. Ja gut, wenn er eh schneller ist, dann juckt's mich ja eh nicht, ob die jetzt stark sind oder nicht. Yep. Und weg. Puh, das war ja der totale Reinfall. Voll verkackt. So, die gammeligen Trainer sind erledigt. Dann kommt da nochmal einer. Hast du schon von dem legendären Vogel-Pokémon gehört? Welchem? Zapdos. Arctos. Lavados? Ho-Oh? Vogelfänger Arno möchte kämpfen. Stimmt, kann man in Pokémon Kristall beide fangen? Also Lugia und Ho-Oh? Weil in Silber ist es Lugia gewesen und in Gold Ho-Oh. Und ein drittes Pokémon gibt's doch gar nicht, oder? Nö, Lugia und Ho-Oh. Auf dem Cover von Kristall war, glaube ich, Suicune. Also glaube ich nicht, dass noch irgendwas Sonstiges da wäre. Scheiße, wir sind ja paralysiert. Ups. Habe ich schon wieder vergessen. Schlimm, diese frühzeitige Demenz. Puh, du bist nicht von schlechten Eltern. Danke. Also stellt euch mal vor, jemand würde zu euch sagen, dass ihr nicht von schlechten Eltern gemacht seid. Das ist voll das scheiß Kompliment. So, wir nehmen auf jeden Fall erstmal einen Supertrank. Brauchen wir noch einen Paraheiler und am besten noch einen Schutz. Paraheiler. Dass sie auch noch in Einsatz kommen. Ich glaube, normalen Schutz haben wir nicht mehr. Oder? Nö. So, in der Eishöhle. Oh Junge. Jetzt kriegen wir coole Rutschpartien. Die super spaßig sind. Und ich tipp mal darauf, dass hier ein verstecktes Item ist. Okay, ich habe falsch getippt. Man, so einsame Steine sehen einsam aus. Und dann tippt man mal auf versteckte Items. Und ich tipp jetzt einfach mal. Wo hier der Ausgang sein? Nope. Dann gehe ich mal hier außen lang. Fast. Oh toll, Eisrätsel, wenn man das ganze Bild nicht mal sieht. So? Nein. Schutz wirkt nicht mehr. Ach komm, das zählt auch für die Eisplatten? Oh, ist das mies. Okay. Ich muss noch mal kurz zum Anfang. Hä? So hoch. Nach oben. Dann nach links. Runter. Vielleicht jetzt rechts. Und dann hoch. Ne, das war, glaube ich, ein Fehler. Oh Gott, ey, Eisrätsel. So. Hoch, links, runter. Links sieht gut aus. Dann nochmal hoch. Links. Runter, rechts. Ah, jetzt. Und nochmal Schutz einsetzen. Nochmal ein kleineres Rätsel. Für ein Item. Ja. Haha. Und wir kriegen VM07. Hier liegt einfach eine VM. Okay. Was gibt's denn noch an VMs? Kaskade. Ach, stimmt. Kann es Krabile... Scheiße. Wir brauchen noch mal ein Wasser-Pokémon. Nein. Oh, fuck. So. Seid ihr jetzt auch wieder schön viele Schritte vom Schutz aufgebraucht, ne? Und runter.
Oh, kriegen wir jetzt auch noch gleich Schieberätsel? Ich glaube, die Hülle ist doch ein bisschen größer. Haben wir nicht Stärke? Habe ich das Pokémon mit Stärke aus dem Team rausgemacht? Na egal, Stan kann auch Stärke. Passt. Yep. Stan, du bist... Huch. Nein, Moment. Ja, du versuchst... Ja. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ja, okay. Welche Attacke soll vergessen werden? Wir machen den Klammer weg. Auch Stan, wenn du jetzt noch Kaskade könntest. So. Könnte Felsen bewegen? Ja. Yep. Frage, bringt es was, wenn wir die Felsen in die Löcher schieben? Können wir das überhaupt? Den hier nicht. Ich glaube, die können wir gar nicht in die Löcher schieben. Nö. Obwohl, wenn hier oben schon so ein offensichtlicher Felsen liegt, kann man den wahrscheinlich runterstoßen. So, ich schmuggel mich mal. Ja, den kann man runterstoßen. Na. So, Schutz wirkt nicht mehr. Klasse. Gleich der nächste. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Rund. Shit. Nochmal hoch. Ich muss nochmal zur Seite schieben und dann runter. So. Zack, zack und plumps. Der Fels ist runtergefallen. Und dich kann ich... Dich kann ich doch auch darunter stoßen, oder? Ja. Bisschen aufwendiger, aber ja, kann ich. Okay. Und tschüss. Fels ist runtergefallen. So, und dann kann ich dich auch noch runterstoßen. Ach, perfekt. So, alle sind unten. Und da sind Items. Meins? Top-Trank. Nichts. Auch cool. Auch wieder nichts. Cool. Ich hab's Gefühl, ein Felsen fehlt noch. Warte mal, runter. Schutz wirkt nicht mehr, danke. Ja, ein Felsen fehlt noch. Oder bin ich gerade auf den falschen... Nein. Hä? Moment. So? Nein. Ups. Doch, ich glaube, ein Felsen fehlt noch. Da müssen wir nochmal hoch. So, den Schutz aktiviere ich auch erst, wenn wir oben sind. Dass wir den nicht verrutschen. Oh, scheiße, Mann. Wir hätten echt in die Höhle unsere Skier mitbringen sollen. Mann. So, ups. War dumm. Aber ich weiß jetzt, wo der letzte Fels ist. Ich habe ihn gesehen. Du da, dich können wir doch zur Seite runterschubsen. Mhm. Stärke. Büsch. Runter, runter, runter. Kurz überlegen. Hoch. Und dann zur Seite. Und außenrum. So. Fels ist runtergefallen. Wir auch. Und jetzt können wir nach oben und nach rechts. Genau. Hyperheiler. Und noch weiter runter. Und hier brauchen wir Zertrümmer. Haben wir Zertrümmerer? Nein. Wieso haben wir keinen Zertrümmerer?
Ach, wir können auch außen rum. Toll! Findet ewiges Eis, aber wir können es nicht mitnehmen. Egal, wir haben eh keine Eis-Pokémon oder Attacken. Das ist dann egal. Gut, erinnert mich aber daran, dass ich beim nächsten Pokémon Center auf jeden Fall Items reinlagern muss. In die Box. Was haben wir hier denn? Okay, nochmal coole Rätsel. Warte, ich brauche nochmal kurz den Superschutz. Also hier links können wir nichts machen, das ist ein Rückweg. Und hier rechts, keine Ahnung. Scheißegal, wir können runterspringen, wo wir wollen. Warte, ich gehe mal hier hin. Tem 44, die können wir mitnehmen. Hoch. Ach so, okay, straight so. Gut, dann würde ich sagen, bei dem Eisrätsel geht es im nächsten Part weiter. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hansen Peter. Ciao.